Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu den quadratischen Funktionen. Diese Form einer quadratischen Funktion kennst du bereits, die haben wir Scheitelpunktsform genannt. Aber diese hier kennst du vielleicht noch nicht. Man nennt das Ding hier übrigens allgemeine Form und wir schauen uns jetzt mal da die Graphen an. Vielleicht fällt dir sofort auf, die beiden Graphen sind sogar deckungsgleich. Das heißt, wir können es irgendwie schaffen, von dieser Form auf diese Form zu kommen und von dieser Form auf diese Form zu kommen. Und das schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Im ersten Schritt wollen wir jetzt mal aus der Scheitelform die allgemeine Form machen. Dabei werden wir einfach mal dieses Binom hier mit den binomischen Formeln auflösen. Das heißt, wir erhalten jetzt hier x² minus 4x plus 4 und lassen das Ganze allerdings jetzt noch in Klammern, denn das gesamte Binom wird mit 0,5 multipliziert und nicht nur ein Teil daraus. Wenn wir jetzt die 0,5 mit jedem einzelnen Kandidaten in der Klammer multiplizieren, erhalten wir erstmal diesen Teil hier. Und im nächsten Schritt können wir jetzt noch die 2 mit der 1 zusammenzählen. Wir erhalten also diesen Ausdruck hier. Und das ist genau die allgemeine Form. Tatsächlich also können wir aus dieser Form hier durch binomische Formeln diese Form erhalten. Auch den Rückweg hast du vielleicht schon mal kennengelernt, und zwar indem wir quadratische Ergänzungen verwenden. Dazu werden wir erstmal den ersten Ausdruck hier ausklammern. Wenn wir die 2 dann also durch 0,5 teilen, erhalten wir eine 4 und aus der 3 wird dann eine 6. Jetzt werden wir diesen Teil hier halbieren und zum Quadrat dazuzählen und gleich wieder abziehen. Das gibt den Vorteil, dass wir aus diesem Teil hier wiederum ein Binom bauen können, nämlich x minus 2 zum Quadrat. Und aus diesem minus 2 zum Quadrat habe ich gleich mal minus 4 gemacht. Wenn ich jetzt die beiden hier noch zusammenzähle, dann erhalte ich insgesamt diesen Ausdruck hier. Wenn ich jetzt 0,5 in die eckige Klammer hineinziehe, dann erhalte ich diesen Ausdruck hier, was wiederum unsere ursprüngliche Scheitelform gewesen ist. Das heißt, durch quadratische Ergänzung kann ich aus diesem Ausdruck hier die Scheitelform machen. Genau diese Schritte werde ich jetzt noch einmal machen, aber nicht für genau eine Parabel, sondern für alle Parabeln. Das gibt uns den Vorteil, dass wir dann für den Scheitelpunkt eine allgemeine Formel entwerfen können. Im ersten Schritt haben wir diesen Faktor vor dem x² ausgeklammert. Das heißt, wenn ich jetzt also aus dem und dem Ausdruck das a ausklammere, teile ich es durch a. Im zweiten Schritt haben wir diesen Ausdruck hier halbiert und zum Quadrat dazugezählt und gleich wieder abgezogen. Ich muss also diesen Ausdruck hier halbieren und zum Quadrat dazuzählen und gleich wieder abziehen. Als nächstes haben wir aus dem, dem und dem Ausdruck hier ein Binom gemacht und das machen wir auch hier drüben. Also erhalten wir hier x plus b durch 2a und das Ganze im Quadrat. Übrigens habe ich gleichzeitig auch noch dieses hoch 2 auf das b und das hoch 2 auf das 2a aufgeteilt, weswegen ich hier diesen Ausdruck hier bekomme. Im nächsten Schritt werden wir wieder die 0,5 in die eckige Klammer hineinziehen. Dabei sehen wir übrigens, wenn wir a hier drauf multiplizieren und hier drauf multiplizieren, können wir jeweils ein a kürzen. Deswegen steht hier ein etwas einfacherer Ausdruck. Wir wissen ja, aus dieser Form hier können wir den Scheitelpunkt ablesen. Hier wäre der Scheitelpunkt mit den Koordinaten 2 und 1. Und auch hier können wir jetzt den Scheitelpunkt ablesen. Dabei müssen wir hier umgekehrt denken. Dieser Ausdruck muss negativ gemacht werden. Deswegen steht hier minus b durch 2a. Und hier habe ich noch getauscht, ich habe das c nach vorne geschrieben und dieses minus b² durch 4a nach hinten geschrieben. Und das ist jetzt eine allgemeine Formel für einen Scheitelpunkt. Also, wenn wir eine Parabel haben, der Form y ist gleich ax² plus bx plus c, dann können wir das a hier und hier einsetzen, das b können wir hier und hier einsetzen und das c können wir hier einsetzen und bekommen sofort den Scheitelpunkt raus und können mit dem Scheitelpunkt dann wiederum die Scheitelform aufstellen. Das schauen wir uns natürlich noch in Beispielen etwas genauer an, denn das hier ist doch etwas verwirrend. Aber was sollst du jetzt eigentlich erstmal wissen? Wir wissen, dass Parabeln uns in zwei Formen entgegenkommen können. Entweder in der Scheitelpunktsform oder in der allgemeinen Form. Dabei wissen wir, dass wir von der Scheitelpunktform in die allgemeine Form kommen können und umgekehrt. Dieser Weg hier läuft über die binomischen Formeln. Wir müssen dabei dieses Binom hier auflösen und anschließend dann richtig ausformulieren. Von hier nach hier gibt es jetzt zwei Wege. Entweder über die quadratische Ergänzung, die solltest du schon in der Vergangenheit kennengelernt haben, oder über die Scheitelpunktformel. Dabei wissen wir, wenn eine Parabel in dieser Form hier gegeben ist, können wir über die a, b's und c's den Scheitelpunkt ausrechnen.
Dieses Ding hier heißt übrigens allgemeine Form einer Parabel und dieses Ding hier ist die Scheitelpunktformel. Wir können aus der allgemeinen Form dann die Scheitelpunkte berechnen, indem wir richtig einsetzen. Du möchtest endlich Beispiele sehen? Kein Problem. Wir sollen aus der Scheitelpunktsform die allgemeine Form bestimmen. Dabei wissen wir, wir benutzen binomische Formeln. Das heißt, aus diesem Ausdruck hier verwenden wir erstmal die binomische Formel x² - 2x + 1. Dabei müssen wir aufpassen, dass dieser Ausdruck insgesamt in Klammern gesetzt wird. Nun ziehen wir die 0,5 in die Klammer hinein über das Distributivgesetz und erhalten erstmal diesen Ausdruck hier, also 0,5 mal x², 0,5 mal -2x und 0,5 mal 1. Dann haben wir diesen Ausdruck hier, wobei wir die beiden hier noch miteinander addieren können. Wir erhalten insgesamt die allgemeine Form dieser Parabel hier, muss diese hier sein. Beim zweiten Teilbeispiel gehen wir natürlich wieder genauso vor. Wir haben also wieder die binomische Formel zu verwenden. Und anschließend werden wir noch die -2 in die Klammer hineinziehen. Dann erhalten wir diesen Ausdruck hier, wobei wir die -18 mit der +10 noch am Schluss verrechnen können. Damit erhalten wir dann diesen Ausdruck hier und das hier ist die allgemeine Form dieser Parabel hier. Im zweiten Beispiel werden wir das jetzt umgekehrt machen. Wir werden also aus der allgemeinen Form wieder die Scheitelpunktform herholen. Dabei werden wir erstmal hier ablesen müssen, was eigentlich unser a, b und was unser c ist. Hier ist a 0,5 und b -1 und c ist 3,5. Wir denken uns also, wenn nichts dabei steht, eine 1. Und jetzt verwende ich a, b und c in unserer Scheitelpunktsformel. Wenn ich also dieses a hier und hier einsetze, das b hier und hier einsetze und das c hier einsetze, dann erhalte ich erstmal diesen Ausdruck hier. Jetzt müssen wir halt gut rechnen können oder den Taschenrechner verwenden können. 2 mal 0,5 ist halt 1. Minus 1 durch 1 ist minus 1 und minus minus 1 ist plus 1. Hier hinten werde ich dann von 3,5 1 durch 2 abziehen. Dann bekomme ich insgesamt den Scheitelpunkt mit den Koordinaten 1 und 3 raus. Kannst du gerne noch mal im Taschenrechner ausprobieren. Aus dem Scheitelpunkt kann ich dann wiederum die Scheitelpunktsform aufstellen. Und zwar weiß ich doch, dass a, das xs, und das ys, und das setze ich halt in meine Scheitelpunktsformel ein. Deswegen steht jetzt hier 0,5, x minus 1 zum Quadrat und plus 3. Im zweiten Teilbeispiel haben wir wieder a, b und c zu identifizieren. Das setzen wir dann wieder in die Scheitelpunktformel ein und müssen da hier wieder ausrechnen. Da kommt jetzt insgesamt minus 3 und 10 raus, das kannst du gerne noch selbst überprüfen. Mit diesen minus 3 und 10 und unserem Faktor a gleich minus 2 können wir wieder unsere Scheitelpunktform aufstellen. Dabei wissen wir, hier steht unser a, hier steht unser minus xs und hier steht unser ys. Ja, und jetzt wünschen wir euch viel Erfolg beim Umrechnen der allgemeinen Form in die Scheitelpunktform und der Scheitelpunktform in die allgemeine Form und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.